Und die haben jetzt nur noch 99 Cent gekostet. Okay. Ich finde nichts zum Essen, ich brauche ein Frühstück, ich brauche frische Semmeln. Ja. Hallo ihr Lieben! Oh, jetzt gibt es einen XXXL Kaufland Schnäppchen-Haul. Ohne Witz, ich habe zugeschlagen ohne Ende. Die ganze Tüte ist voll. Wow, ich habe so viel zugeschlagen. Ich glaube, ich habe leicht übertrieben. Aber ihr wisst, wenn die Lisa rot sieht, dann gehen die Glocken bei ihr aus. Welche Glocken? Auf jeden Fall, dann schnappt sie zu. Deswegen Schnapper, ne? Ihr wisst Bescheid. Ohne Scheiß, ihr müsst mich jetzt wahrscheinlich gleich auslachen. Und dann war ich auch noch kurz im Aldi, weil sich mein Mann Drehbeziehender gewünscht hat und die schmecken ihm aber vom Kaufland nicht. Deswegen bin ich noch zum Aldi, es liegt eh so ein bisschen auf dem Weg. Und da kam dann natürlich auch mehr mit wie nur die Drehbeziehender. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Dieses Schnäppchen habe ich übrigens euch auf Instagram mitgeteilt. Lisa Schnapper heiße ich da. Wenn es irgendwo Schnäppchen gibt, dann erfahrt ihr als allererstes. Das ist immer auf Instagram, deswegen lohnt sich das schon, mir da zu folgen. Da heiße ich Lisa Schnapper. Also wenn es irgendwo Schnäppchen geht, dann ist gleich Instagram Story, hier Schnäppchen, hier Schnäppchen. Hier auf YouTube brauche ich ja immer ein bisschen länger, da muss ich doch das Video schneiden und bis das online ist. Aber da erfahrt ihr dann alles ganz genau, was es gibt. Also so beide Plattformen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du auf beiden Plattformen mich verfolgst. So, jetzt fangen wir an. Oh mein Gott. Ich habe jetzt mir den Kassel extra nochmal mit hergelegt, weil ich mir irgendwie vor lauter Aufregung zu blöd bin, alles zu merken. Aber so ungefähr weiß ich es, aber trotzdem nicht mehr ganz genau. Es war wahnsinnig viel an Schreibwaren reduziert. Also eigentlich komplett die ganzen Schreibwaren. Eigentlich alles, was mit Schreibwaren, Stiften und Schulanfang zu tun hat, war mindestens um die Hälfte reduziert, teilweise auch um 75%, aber mindestens um die Hälfte reduziert. Genauso wie diese, und ich muss das nur noch mal ganz kurz erklären, ich bin ein Schnäppchenjäger, aber ich stehe unwahrscheinlich total auf Qualität. Also ich mag es günstig, billig, aber ich mag die Qualität dahinter. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich finde nämlich zum Beispiel so No-Name-Buntstifte meistens nicht so gut wie Markenbuntstifte. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut und gerade auch in der Schule bei der Bella. Also da muss es schon irgendwie gute Stifte sein für die Schule. Finde ich zumindest. Zumindest glaubt, das will sogar die Schule bei uns so. Ich glaube, das stand mal irgendwo. Aber es ist ja wirklich so, dass, also könnt ihr mir ja mal in die Kommentare unten schreiben, wie ihr so die Erfahrung findet. Ob ihr sagt, nee, No-Name-Stifte sind genauso gut wie jetzt zum Beispiel Stadler-Stifte oder ob ihr da auch schon einen Unterschied merkt. Also wir merken definitiv einen Unterschied. Auf jeden Fall gab es dann dieses Set hier um die Hälfte reduziert, also hätte normalerweise 4,99 gekostet, jetzt nur noch 2,49. Lauft's mal in eure Kauflands. Das ist eigentlich, wenn in einem Kaufland sowas ist, dann ist es in allen Kaufländern. Und wenn nicht heute, dann morgen. Dann fangen die erst an, ne, weil wie weit mit Personalabteilung und sowas mit Planen sind. Aber meistens, nach meiner Erfahrung, ist es so, dass wenn mein Kaufland irgendwas reduziert hat, euer Kaufland das auch irgendwann macht oder schon hat. Also müsst ihr mal vorbeischauen, je nachdem, wie viel die Ware halt auch ist. Aber ihr könnt ja mal vorbeifahren, das ist ja nicht so schlimm. Jetzt rede ich aber, jetzt zeige ich euch alle Sachen. Ich habe so viel gequatscht jetzt. Auf jeden Fall 2,49, da ist so ein cooler, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, so ein cooler Radiergummi drin, da wird die Bella sich voll freuen. Und ein Spitzer und drei Bleistifte. 2,49 für Stadlerstifte kann man nicht motzen. Dann hier einmal, das sind die kleinen Kleber. Und die waren auch um die Hälfte, glaube ich, runtergesetzt. Auf jeden Fall haben die nur noch 1,49 € gekostet. Da sind zwei normale drin und ein so ein grüner Kleber. Brauchen wir das ganze Jahr. Nicht nur in der Schule, sondern wir basteln und malen auch unwahrscheinlich gern. Also meine Kinder, ich habe ja drei Mädels insgesamt. Das Baby, 7 Wochen alt, malt jetzt noch nicht. Aber die Bella und die Luana lieben malen und basteln. Deswegen habe ich auch ordentlich zugeschlagen. So eine Schatztruhe fand ich auch voll cool, war runtergesetzt von 15 Euro auf 4,99 oder 4,98, irgendwie sowas. Und ich weiß gar nicht, ob man das sieht hier, da sind eben, ich weiß gar nicht wie viele, 33 Fasermalstifte drin, irgendwelche Clips noch und irgendwas zum Ausmalen. Ich fand die Schatztruhe einfach süß, die ist aus Metall und Faber-Castell ist das übrigens, auch eine wahnsinnig gute Marke. Und ja, kommt oben in Luanas Zimmer, da haben die ja ihre ganzen Stifte und alles. Musste ich einfach mitnehmen. Wie den ganzen Rest, anderen Rest auch. Dann haben wir hier einmal Stadler Stifte, 24 Stück.
Die haben gekostet, jetzt musste ich nachgucken, weil ich habe das mir, das sind die 36er, das sind die 12er, nee, das sind die 18er plus 18er, also sind so viele unterschiedliche, hier die 18er, 3,49, auch die waren um die Hälfte reduziert, sowas. Also die waren auf jeden Fall reduziert, ich weiß nicht, ob es genau die Hälfte war, aber 3,49 haben sie jetzt auf jeden Fall nur noch gekostet und normalerweise sind die viel, viel teurer. Dann dies da. Das ist wirklich normal viel, viel, viel teurer. Das sind die Faber Castell Bleistifte. Die nimmt die Bella auch immer in der Schule. Und da ist einmal so ein Radiergummi drin. Die liebt sie ja total. Und ein Spitzer sogar noch. Nur 2,49 hat es nur noch gekostet. War von 4,99 runtergesetzt. Dann habe ich hier so ein ganzes Paket Fasermaler genommen, auch von Stadler. Das Paket hat jetzt 4,99 gekostet und ich glaube vorher irgendwas mit 11,55, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da sind 36 Stück drin und das sind Doppelfasermaler, ja, einmal dick und einmal dünn. Und wie gesagt, Marken, natürlich kann man günstiger kaufen, gerade beim Action oder so, aber also find bei Stiften nennt man die Qualität einfach. Ihr könnt mir das ja gerne mal unten reinschreiben, ob ihr das auch so findet. Noch mehr Klebestifte, weil die gehen wirklich weg wie eine warme Semmeln bei uns. Jeweils 1,49. Dann hier nochmal so ein Klebestift. Die haben jetzt 2,99 gekostet. Also das sind die dickeren, die größeren. Weiß auch nicht. Konnte mich nicht entscheiden. Jetzt ist der Kassenzettel runter. Egal. Konnte mich ewig nicht entscheiden und deswegen nochmal nur in einer anderen Farbe, da habe ich mehrere mitgenommen. Das ist jetzt einmal weiß und das ist einmal so leicht rosé. Voll cool. 2,49, die sind voll günstig. Die gibt es manchmal, also 4,99 war ja schon günstig. Ich habe es unterm Jahr, habe ich glaube ich 6,49 für dieses Paket ausgegeben. Also 2,49 ist ein Traum. Ein Träumchen. Dann habe ich hier von Stadler auch mal Stifte, Bleistifte mitgenommen. Ja. Kommt, ich habe einfach oben so eine Kiste, da kommen die ganzen Schreibwaren rein und wenn die Bella immer wieder sagt, irgendwas ist leer oder so, dann holen wir da immer wieder was raus. Ja, mit Spitzer und Radiergummi, auch 2,49. So, dann habe ich hier einmal so ein Spiel mitgenommen, Zahlenzauber. Ich habe mir gedacht, das ist super für die Loana. Das ist jetzt von 4 Jahren bis 7 Jahre. Die waren auch runtergesetzt. Die haben gekostet Freizeit lernen und Mobilität, oder? Was haben die gekostet? 4,93, oder? Also komischerweise steht da kein Preis dran. Zahlenzauber. Doch, hier. Mein Gott, bin ich blöd. Ich habe bei der Unterkategorie geschaut. Zahlenzauber 4,49. Genau, die waren auch 50% reduziert. Und ich dachte mir, das ist einfach ein super Spiel. Das ist so ein bisschen mit Rechnen und von 1 bis 10. Und das kann sie dann mit der Bella auch spielen, weil die kann ja 1 bis 10 locker flochig. Und dann kann sie es automatisch der Bella, der Loana schon ein bisschen beibringen. Das ist total süß, irgendwie so ein bisschen mit Feen. Und ich habe mir gedacht, das macht denen bestimmt Spaß. Werden wir mal schauen, ob es heute Abend. Ich habe noch ein Spiel mitgenommen, zeige ich euch gleich, ob das denen Spaß macht. Nochmal. Ich sag's ja, 2,49, ich musste mir einen Vorrat holen. Stadler Bonuspack, da sind jetzt 12 plus 4. Das habe ich doch vorhin auch irgendwo gelesen. 12 plus 4, es tut mir leid, dass ich die Preise diesmal nicht kann, aber irgendwie habe ich es mir angeschaut. Aber vor lauter Aufregung, ja, was haben die gekostet? 12 plus 4, weil sie findet man dann auch nicht auf dem Ding. Ich glaube 2,49, da, hier stimmt's ja. 12 plus 4, 2,49, weil ich habe davon auch gleich 2 mitgenommen, deswegen habe ich sie nicht gleich gefunden. Also, das sind diese Dreieckstifte und 2,49 für Stadlerstifte. Leute, das ist ein Schnäppchen. Jeder, der Kinder hat, der weiß das. Nochmal Klebestifte für 2,99. Das habe ich aber übrigens entdeckt beim Aldi, kosten die genauso 2,99. Also das war vielleicht mehr oder weniger kein wirkliches Schnäppchen. Es stand zwar dran von 5,99 auf 2,49, aber beim Aldi kosten die auch nur 2,99. Habe ich gerade eben gesehen. Also von dem her. Wer weiß. Aber die weiß ich ganz sicher, das ist ein Schnäppchen. Deswegen habe ich da auch mehrere mitgenommen. Faber Castell, ne, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir hier nochmal Stadlerstifte. Was haben die hier gekostet? Das ist der 12er-Pack. Also das hätte ich mir doch echt mal vorher genau anschauen können. Buntstifte, Bleistifte, Filzstifte, Doppelstock, Sprit. Da 99 Cent. Die haben jetzt nur noch 99 Cent gekostet. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Mega. Norris. Ja, Norris. Mega, wieso habe ich da nicht mehrere mitgenommen?
Mega! 99 Cent und ich habe nur ein Paket mitgenommen. Ja, aber das war auch ein bisschen schwierig, glaube ich, manchmal teilweise ausgeschildert. Oder die lagen einfach nur so rum, ich weiß nicht. Da bist du. I love it. Beste Schokolade ever. Suchterlebnis momentan bei mir. Aber auch nur die vom Kaufland schmecken so gut. 1,11 Euro. So, meine Ablenkung zu dem ganzen Zeug, was ich sonst hier so gekauft habe. Dann Entdeckerwelt. Oder entdecke die Welt, weißt du, wo das Känguru lebt? Und nachdem ich gelesen habe, weißt du, wo das Känguru lebt? Und ich nicht auf Anhieb sagen konnte, genau wo das Känguru lebt, irgendwo in Afrika, aber wo genau, habe ich mir gedacht, oh ja, das ist super fürs Allgemeinwissen, auch gleich das Allgemeinwissen für die Mama, ist von 5 bis 10 Jahren. Ich meine, vergisst ja vieles und ja, ich glaube, das ist auch ganz cool für 4,49 €, das wird uns allen auch bestimmt Spaß machen, ist von 5 bis 10. Ich glaube, da kann die Luana auch mitspielen. Ich finde solche Spiele, wo man so ein bisschen was lernt, eh ganz toll. Dann haben wir hier Stadler Fasermaler. Ja, von Stadler Fasermaler. Die haben gekostet... Habe ich doch gerade eben gesagt, 1,49 €, oder habe ich gesagt? Fasermaler. 36 Stück, die habe ich jetzt hier gerade. Dann sage ich euch das mal. Die haben 4,99 € gekostet. Ne, das sind ja Buntstifte. Ich komme gar nicht mehr mit hier. Was ist denn das für ein blöder Kassenzettel? Normal kann ich das vorher mal alles. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, die haben 4,99 € gekostet. Da sind 36 Stück drin. Oder? Fasermaler. Was sind Fasermaler? Fasermaler. Was sind Fasermaler? Na, das sind Fasermaler, oder? Fasermaler. Sind das Fasermaler? Auf jeden Fall, die haben 4,99 €, aber Fasermaler sind eigentlich, da Fasermaler, die hier haben auf jeden Fall 1,39 € gekostet. Fasermaler sind immer Filzstifte, wusste ich doch. Und die anderen, die 36 Buntstifte hier, die haben gekostet, nix, keine Ahnung, finde ich nicht. 18 plus 9, ja, auch um die 4,99 € oder sowas. Habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Brauchen wir immer. Das weiß ich auswendig. Hat 1,49 € gekostet. Allein das, dass ich das schon so eingepackt habe, weiß man, dass ich dann irgendwann nicht mehr ganz so genau auf die Preise geschaut habe. Sonst wüsste ich es jetzt noch ganz genau. Oder? Aber ist ja nicht so schlimm. 2,49 €, da habe ich genau auf Preis geschaut. Deswegen habe ich auch mehrere mitgenommen. Und nochmal 12 plus 4, das habe ich gerade gelesen. Die haben gekostet 2,49 €. Genau. Und die hat die Bälle eigentlich immer in der Schule. Die sind richtig, richtig gut. Die mögen wir gerne. Die haben da auch so ein, ich weiß gar nicht, ist es noch zu? Die haben so ein Grip auch an dem, da kann man halt gut zum Halten. Ja. Wollt ihr wissen, was ich ausgegeben habe beim Kaufland für all das hier? 65,03 €. Leicht übertrieben, aber wie gesagt, ist auch eine Leidenschaft von mir. Ich male wahnsinnig gern mit den Mädels. Ich habe da selber voll viel Spaß und deswegen kann man da schon mal zuschlagen. So, und dann war ich auch noch beim Aldi, dass ich noch mehr Geld ausgebe. Ne, läuft bei mir. Beim Aldi habe ich ja auch noch mal Geld ausgegeben. Wusste Aldi-Kassenzettel, ich weiß es nicht. Habe ich meine Sucht gekauft. 1,79 €. Schweineohren und Nussecken. Oh, die sind so lecker. Leone habe ich mitgenommen für 99 Cent. Drehbeziner, was ich meinem Mann gewünscht hat, 3,89 €. Dann habe ich mir gedacht, heute vielleicht fürs Mittagessen Chicken Nuggets und Pommes. Oder ich habe nämlich noch Bolognese-Soße von gestern. Ich mache Nudelauflauf. Ich glaube, ich mache eher Nudelauflauf, ja. Und das gibt es dann morgen, Chicken Nuggets mit Pommes. Hier habe ich 6 Semmeln für jeweils 15 Cent mitgenommen. Das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich los bin. Weil ich einerseits habe ich gehört, dass es Schnäppchen beim Kaufland gibt. Und ich dachte mir, ich finde nichts zum Essen. Ich brauche ein Frühstück, ich brauche frische Semmeln. Ja. So läuft es dann. Dann habe ich hier einmal noch Milchreis und das mögen die Mädels ganz gern. Das ist so ein, ja, dunkles Vollkornbrot, nennt man das so. Mögen die ganz gerne in den Brotzeitdosen, meistens mit Marmelade oder Nutella, aber das schmeckt ja auch am besten mit Nutella. Oder Nutella. Hat gekostet 69 Cent. Und dann noch eine Sucht. Kennt ihr diese Sucht noch? Das kennen nur Leute, die wirklich mich schon lang verfolgen. Lübecker Edelmarzipan. 1,19 €. Ja, so lecker. So lecker. Eins meiner Lieblingsschokoladen. Mit aktueller Stand Double Star. So, ihr Lieben. Was habe ich eigentlich ausgegeben beim Aldi? Weiß das jemand? Ach, der Aldi-Zettel ist ja runtergeflogen. Habe ich euch ja vorhin noch gesagt. Beim Aldi, ich habe richtig Geld ausgegeben. Beim Aldi habe ich ausgegeben 13,64 €. Ja.
Ah, Probierpreis, Wintertraum, minus 18 Cent. Also 1,19 Euro minus 18 hat das also nur noch 1 Euro und 1 Cent gekostet. Dann habe ich sogar einen Probierpreis erwischt. Sehr gut. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Es war euch nicht zu chaotisch, wenn ich die ganze Zeit auf den Kassenzettel geschaut habe. Aber ich war mir einfach zu blöd, die Preise von den Stiften zu merken. Normalerweise kann ich mir mal alles merken, aber da ist ja egal. Ihr werdet es überlebt haben. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und schau auf jeden Fall bei Instagram vorbei, weil wenn du da bist, verpasst du kein Schnäppchen mehr. Und vielleicht hast du jetzt auch ein Schnäppchen beim Kaufland gemacht. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, ob es bei euch auch auf Schreibwaren 50% beim Kaufland gibt. Das würde mich interessieren und bestimmt ganz viele andere auch. Ihr Lieben, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, danke fürs Zuschauen.